Als nächstes fügen wir nun noch das Bild ein. Hierzu gehen wir wieder auf die Webseite. Jetzt dieses Bildchen hier, das wäre zu klein. Qualitativ würde das nicht reichen für den Druck. Meist wird es größer, wenn man drauf tippt bei Wikipedia. Hier haben wir jetzt ausreichende Qualität und dieses Bild ziehe ich nach draußen auf den Desktop und von hier ziehe ich es rein in die Seite. Wenn ich das Bild in der Ecke anfasse, so kann ich die Größe beliebig ändern und du siehst, der Text, der macht diesem Bild Platz, wohin ich es auch immer schiebe. Falls dem nicht so sein sollte, so müsstest du einen Doppelklick auf das Bild machen und hier oben unter Bildformat hast du diese Einstellungen. Je nach Bildschirmgröße sieht man da nicht alle Optionen. Unter Anordnen hast du den Zeilenumbruch. Ich habe standardmäßig Rechteck ausgewählt, das heißt, das Bild liegt auf dem Text und wird vom Text umflossen. Nochmals ein kurzer Hinweis, falls bei dir das nicht so sein sollte, unter Word Einstellungen bearbeiten. Hier kannst du das standardmäßig einstellen. Ja, dieses Bild, das möchte ich jetzt genauso breit haben wie eine Spalte. Dieser Rand hier drüben, der stört mich noch ein bisschen, den möchte ich noch abschneiden. Wiederum über Bildformat habe ich hier Zuschneiden und da kann ich ganz präzise noch einen Ausschnitt bestimmen. Dieses Zuschneidewerkzeug, das ist übrigens noch interessant. Du kannst es auch auf eine Form zuschneiden, zum Beispiel auf ein Herz oder einen Pfeil oder in einem ganz bestimmten Seitenverhältnis, falls du wirklich ein Quadrat brauchen solltest.